Hallo. Alles klar. Okay. Den Podcast start klar. Mach dein Ding, Erik. Der Kinocast. Auf geht's hier. Herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Episode. Wir sind hier nicht bei irgendwelchen Läppchen Episode 1 bis 9. Wir sind hier bei Episode 599, wenn ich richtig gezählt habe. Ja. Grüße, Geschenkkörbe und sowas. Ihr findet die Adresse im Impressum. Ich verteile das dann. Oder auch nicht, je nachdem. ja, herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Kate. Hi. Hallo, Chris. Hallo, Erik. Hallo. wir hatten in der Sneak Preview den Film Lindenberg. Mach dein Ding. Chris, mach mal dein Ding. Yeah. Lindenberg macht dein Ding ist ganz kurz und zusammengefasst der Film, der sich dem Leben des jungen Udo Lindenberg widmet, bis es zu seinem Durchbruch in der Musikbranche kam. Udo, so. Udo. So viel dazu. Gespielt wird Udo Lindenberg von Jan Bülow. Wir sehen auch noch Max von der Gröben und Detlef Buck in weiteren Rollen. Mhm. Und ja, also worum es geht, ist eigentlich schon gesagt. Es ist wirklich die Geschichte von Udo, wo man auch so sieht, wie es in seiner Kindheit war. Also es gibt immer wieder Rückblenden zu seiner Kindheit. Udo als Kind, gespielt von Jesse Hansen, mit seinem Vater Gustav Lindenberg, der Klempner war. Dann spielt Charlie Hübner, sagt einem vielleicht auch was. Also man merkt, es ist ein ziemlich deutsch-deutscher Deutschfilm. Und ja, zeigt, wie gesagt, immer mal wieder in Rückblenden so die Kindheitstage von Udo, zeigt dann diesen ganzen Werdegang, den er macht, weil er ist ja eigentlich Schlagzeuger und spielt in so einem Club, so fängt es auch an, er spielt Schlagzeug in einem Club und da wird quasi Live-Sex performt. Ja, also ich erinnere mich heute ans Frühstück, da habe ich zu Kate gesagt, hey, lass uns Jerks gucken und ja, Staffel 1, Folge 2, ich weiß nicht, Erik, hast du in Erinnerung, wie das losgeht? Gerade nicht erinnern, Staffel Ulmen hockt auf dem Klo und fängt an mit Fapp, 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 Fapp. Ich habe mich geweigert, weiter zu gucken, weil ich sowas beim Staffel Frühstück 1, nicht sehen Folge möchte. 2. Ja, Staffel 1, Folge 2. Und, also wie gesagt, er performt da eigentlich nebenher, aber möchte eigentlich seinen großen Durchbruch in der Musikbranche, weil er will ein Star werden, schon von klein auf. Und erzählt dann halt auch eben die Geschichte, wie es zu dem Song Cello kam, welchen Weg er gehen musste, wie er immer mehr dem Alkohol verfällt und alles. Und das ist, es ist schon interessant, mal auch zu sehen, in welche Richtung das geht. Jan Bülow, finde ich, spielt das mega geil. Ja, was, den ganzen Habitus und so, ja. Ja, muss ich auch mal sagen. Also auch von dem, wie gesagt, der Weg, den er einfach geht. Und es geht wirklich um die Jugendjahre und dann die Ausbildungsjahre, weil er möchte dann doch nicht Klempner werden, sondern will dann Kellner werden, spielt immer noch Schlagzeug nebenher in der Band, macht dann das, ist dann auch mal im Ausland unterwegs, wo er dann zum ersten Mal so richtig singen soll, weigert sich aber immer, was Englisch eigentlich zu machen, will nur deutsche Sachen machen. Und dann kommt er doch eines Tages an den von Detlef Buck verkörperten, jetzt scheiße, wie hieß er? Den Musikproduzenten irgendwie. Ja, den Musikproduzenten, dessen Namen mir nicht einfällt, obwohl der tausendmal gesagt wurde. Ach, das ist peinlich jetzt. Ich guck mal nach. Moment, ich guck mal weiter. Ich guck zeitgleich auch nebendran. Mach doch einfach weiter. Matthiesen. Okay. Matthiesen hieß er. Also zum Musikproduzenten Matthiesen und bekommt dann auch so eine Verbindung zu dem irgendwann und setzt dann im Endeffekt durch, oder der Matthiesen schafft es dann, dass Udo doch erstmal so einen Schlagersong macht, aber auf der B-Seite kommt ein von Udo Lindenberg wirklich richtiger Song von ihm, wie man ihn auch heute noch kennt. Da, da, da. Und das wird halt dann der absolute Durchbruch und wie es dann noch so ein bisschen weitergeht, das wird auch noch gezeigt in dem Film. Also wie gesagt, immer wieder die Rückblenden als Kind, wo man den Werdegang schon sieht, hat das Fest vor,
ein Star zu werden in seiner Zeit in Hamburg, wo er anfängt, geht dann natürlich auch zu dem Mädchen nach Ost-Berlin, wo er eben mal hin muss. Das war irgendwie eine kuriose Szene, fand ich, oder überhaupt dieser Teil da der Geschichte. Ja, also. Seine Zeit auf der Reeperbahn, also ganz arg viele verschiedene Dingsen. Was auch sehr auffällig ist, die ganzen Frauen, die seinen Weg gepflastert haben. Das war, kurz zusammengefasst, war es mehr so, ja, oh, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Udo. Okay, ich mach mich nackt. So kam es mir zumindest vor. Ja, ich weiß es nicht. Ist das wirklich so passiert? Ist das in Udo Lindensberg Gedächtnis so gespeichert? Entweder waren das die Wunschvorstellungen eines greisen Mannes, wie er sich das gern gehabt hätte, dann irgendwie in seiner Biografie oder vielleicht war es ja wirklich so, weiß nicht. Es natürlich waren ja etwas lockere Zeiten damals und wenn du in einer Band warst, richtig. Da gab es halt viele Groupies und so. Und, ja. Genau, was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, das Ganze ist directed by, wie es so schön auf Englisch heißt, von Hermine Hundgeburt. Und jetzt, was hat die schon alles gemacht? Hat die nicht irgendwie die nirgendwo in Afrika? Nee, das war die nicht, das war Caroline Lynch, ne? Mir war es nämlich nicht wirklich ein Begriff. Und wenn man auch bei IMDb mal schaut, kommt es ganz arg viele Fernsehfilme. Und jetzt hat sie mal was fürs Kino gemacht. Ach nee, die Weiße Maasai war es. Siehst du, ich hab's. Ich war schon richtig Maasai, in Afrika, okay. Aber ich hab's. Ist ja auch erst 15 Jahre her. Ja. Ja, da hatte ich die irgendwie damit assoziiert. Ja. Genau. Ja, zwei Folgen Tatort hat sie auch schon gemacht. Genau. Ja. Und der eine von den Darstellern, Kate, der war bei Abgeschnitten dabei. Welcher? Der genannte Bülow. Ja, welcher hat der bei Abgeschnitten gespielt? Jan Bülow. Oh Gott, warte mal. Muss ich mal dem seinen Rollennamen raussuchen, wie der da genau hieß. Also das war auf jeden Fall hier dieser... Ich finde ihn gerade nicht. Bin ich hier richtig abgeschnitten? Ja. Wir sind heute... Nicht schlimm. Um Gottes Willen. Bülow, den Klaus hat er gespielt. So, und nu? Jetzt hilft dir das. Ach, den Klaus! Ja. Natürlich. Ja, gut, wenn der Chris jetzt gerade den Hund zurechtweisen muss, dann mache ich mal kurz weiter. Nein, der Chris ist also, da, keine okay. Angst. Der Chris ist da, wir haben nur gemutet, der Hund regt sich mal alleine ab. Der kriegt sich auch wieder rein. Ich fand es ganz interessant, so, also man hat ja wirklich, wir hatten ja vorher vermutet, dass der kommt, ne? Und da hatte ich ja schon gesagt, ja, also Lindenberg kenne ich jetzt nicht so alle Aspekte von seinem Leben, würde mich aber doch mal so ein bisschen interessieren, was der alles so da durchgemacht hat bis zu seinem Durchbruch oder bis er zu dem geworden ist, wie man ihn kennt. So. Und da bin ich jetzt nicht enttäuscht worden in dem Film. Der war halt bloß ein bisschen zu lang. Der Film hat ein bisschen zu viel Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Da ist ein bisschen zu viel Beifang mit dabei, wo ich gesagt hätte, oh, das hätte man jetzt wirklich weglassen können. Also wieder so ein 2,5-Stunden-Brett irgendwie am Montagabend, wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. 2:15. Ja, fast. Okay. Ah, da war ja vorher Stay correct. Noch, war ja vorher noch irgendwie eine Viertelstunde Moderation, ne? Ja, fürchterlich. Das sind so Sachen, die weiß auch nicht. Also. Na jedenfalls, es war ganz interessant. Das ist mit Libyen, wusste ich zum Beispiel nicht. Fand ich cool, dass der dort war. Und auch so, wie es dargestellt war, war ganz cool. Aber der Film, das ist wahrscheinlich auch vielleicht die Regisseurin, die doch eher so im Fernsehformat, denke ich mal, unterwegs ist und was sie so bisher gemacht hat, ist ja eher so in die Richtung, da war teilweise zu viel so mit der Zaunslatte gewungen, so ey, übrigens das, jetzt fühlt er sich deswegen so unsicher, weil ich habe euch doch vor einer Stunde das und das gezeigt, ne? Wurde das nochmal eingeblendet, da kam die Szene ja. Nochmal so quasi als Erinnerung, so ah, ich stand ja damals da auf der Bühne und hatte... bin da schlecht behandelt worden und deswegen fühle ich mich jetzt unsicher. Und ich stand in der Kneipe auf dem Tisch und mein Papa hat mich gezwungen, jetzt das aufzusagen. Ja, genau, das war so ein bisschen zu viel. Oh, ja, wir haben das war super cheesy, wie du so gerne sagst eigentlich. Naja, eigentlich weniger. Es war wirklich so, also die hätte wirklich mal aufs Publikum vertrauen können, dass die Leute jetzt schon verstehen, warum er so jetzt handelt und nicht anders. Also dann nicht nochmal so das Publikum so an der Hand nehmen und für dumm verkaufen, sagen, hey, komm, ich habe euch doch hier vor einer halben Stunde die und die Szene gezeigt, deswegen fühlt er sich jetzt so. Das hat man schon ungefähr erkannt, weil das sehr ähnlich war, die Szenen, und
ja, das fand ich immer ein bisschen drüber, dann, dass das immer nochmal, da gab es halt viele solche Szenen, wo eben gezeigt wurde, ah, guck mal hier, deswegen. Ja, es war ein bisschen zu viel, gerade diese, ja, Publikum für dumm verkaufen, kann es nicht anders sagen, so nach dem Motto, ja, hier übrigens deswegen, ja. Ja. Aber wenn man sich überlegt, es sind ja hier diese internationalen Popmusik-Filme, sag mal Queen mit Bohemian Rhapsody und Rocketman. Das ist jetzt quasi die deutsche Antwort darauf. Welche Künstler? Finde ich aber, ja? Also ich hab jetzt Rocketman nicht gesehen, noch nicht gesehen, denn der steht noch auf meiner Liste. Wobei Bohemian Rhapsody ist für mich halt ein brutal geiler Film. Also allein auch wegen der Musik, das hängt wahrscheinlich ganz arg viel damit zusammen, weil ich kann jetzt nicht so viel mit der Musik von Udo Lindenberg, das ist nicht meins. Ganz einfache Sache. Das ist überhaupt nicht meins. Ich weiß, da werden jetzt ganz viele machen. Beispiel, glaube auch der Erik macht da. Nö, so sehr. Also ich, das ist bei mir so eine, eher so eine, fast so eine Schwarz-Weiß-Sache da. Also manche Lieder, die finde ich ziemlich gut. Und manche kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Man so, und irgendwie was rumerzählt da von Reeperbahn oder irgendwas. Das, ja, aber es, also man, aber hat Aussage. Ja auch so Klassiker. Er hat ja so typische Klassiker, so wie, entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ja, kennt ja jeder. Da hat man damals ja eine spezielle Geschichte zu dem Thema gehabt, weil das war ja so in der DDR damals, oh Gott, ey, was sagt der denn hier so mit Honey und so weiter feiern. Und das war natürlich, ja, ich finde es halt immer gut, wenn er wirklich auch eine politische Aussage mit sein hat. Er hatte mal eine LP, die hieß Bunte Republik Deutschland, wo er wirklich auch in vielen Texten das drin hatte. Das ist eben, damals waren ja gerade so diese ersten Anschläge auf irgendwelche Flüchtlingsheime und so weiter. Und das war halt dann so seine Antwort da drauf. Das finde ich halt gut, wenn er sich so engagiert. Aber wenn er einfach so ein Lullelalle hier so, ja, Reeperbahn und das, da, pff, das ist nicht so meins. Ich muss allerdings auch noch ganz ehrlich sagen, mich wundert es eigentlich, dass er noch am Leben ist. Ja, bei dem, was er da so durchgemacht hat, ist echt ein Wunder. Wahrscheinlich. Also zum einen, was er durchgemacht hat, und zum anderen, was der an Alkohol in sich reingekippt hat. Gute Güte. Also, ja, da kann die Jugend von heute noch was lernen. Vielleicht braucht er das auch, um da so einen gewissen Pegel zu halten, um dann hier so, weißt du, so, damit er die bestimmt, ja. Die Stimme. Völlig außer Frage, aber ja. 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 Schon, also war auch gut gespielt alles und gespielt das, fand das ich mit super. Cello fand ich echt schön, die Herleitung, wie das und auch dann, wie sich es dann so auflöst, das wollen wir jetzt mal nicht verraten. wie der, ja, das fand ich echt schön. Und das, ja, dann auch gut, wie der Film dann endet, letzten Endes, so quasi mit seinem ersten Erfolg, so, das war ein bisschen zu viel Friede vor der Eierkuchen. Das kann ja in dem Moment so nicht passiert sein, wie es war, aber es war halt schön gemacht und ich hätte halt bloß wirklich viele Sachen einfach rausgelassen dann. Also ein bisschen stringenter erzählt und. Ja, einfach so, ja. Ja. Stringenter erzählt trifft es ganz gut, ja. Nicht so viele Nebensachen. Das mit Libyen war interessant, weil das so seine ersten Sachen waren, was er gemacht hat. Und was ich ja persönlich auch sehr, sehr wichtig finde, ist auch, ich glaube, für die persönliche Entwicklung ist auch wichtig, was von der Welt zu sehen, bevor man irgendwie vielleicht anderen Leuten künstlerisch oder irgendwas irgendwie sagen will, wie die Welt ist. Ja. Deswegen das vielleicht auch mal als kleinen Seitenhieb an viele Leute, die meinen, sie hätten die Welt verstanden und sind eigentlich noch nie so richtig aus Deutschland rausgekommen. Einfach mal irgendwo hingehen und sehen, wie freundlich Menschen zu einem sein können, obwohl sie selber eigentlich fast gar nichts haben und so. Und ja. Aber trotzdem, also 2,5 Stunden oder 2,25 Stunden von Montagabend. Ich hoffe mal, jetzt kommt mal irgendwie mal ein bisschen was Knackigeres dann demnächst. Weil ansonsten Dienstag früh, da habe ich immer so leichte Startschwierigkeiten sonst. Wir werden nicht jünger, ne? Ja, eben. Aber vielleicht kommt das ja wirklich, dass man die Sneak mal ein bisschen nach vorne verlegt, da wenigstens eine Stunde. Das würde schon viel ausmachen. Angeregt ist es. Das würde echt viel ausmachen, mein. Ja, aber von mir kriegt der Film Lindenberg macht ein Ding doch irgendwie 7 Punkte, weil hat mir gefallen. Also es war jetzt, auch wenn es musikmäßig jetzt nicht ganz so war, aber es waren auch so die Szenen mit Detlef Buck waren irgendwie cool. So diese, am Anfang konnten sie sich irgendwie überhaupt nicht ab und dann auch so dieses ganze Styling hatte mich teilweise bei diesen Reeperbahn-Szenen an den goldenen Handschuh erinnert. Das hat sich, man konnte es wirklich fühlen und schmecken, wie es da gerade ist, ne, so.
Und dieses ganze Unbedarfte der damaligen Zeit, das kam echt gut rüber. Ja, ich habe ihn bei 5 Punkten, weil ich, wie gesagt, schauspielerisch top, Setting, ja, war ganz nett anzusehen, nur halt, nee, mir hat irgendwie, ich fand es dann doch zu zäh, zu dingsen, wie du auch gesagt hast mit hier, ich erkläre jetzt dem Publikum nochmal mit aller Deutlichkeit, was Sache ist. Ja, und ob das alles wirklich so einfach war mit, okay, hier, bam, oh, du bist nackt, oh, geschickt, sei mal dahingestellt. Ja, aber okay, also es war in Ordnung, aber ich würde ihn jetzt nicht nochmal anschauen. Was meinst du? Bisschen verklärte Erinnerung. Kann gut sein, ja, weiß ich nicht. Unterstelle ich jetzt einfach mal und deswegen. Über welche, was mir gerade so einfällt, über welche deutsche Person, nicht unbedingt Künstler, nicht zwangsläufig, würden wir uns denn einen Film wünschen? So, habt ihr da jemand, wo er sagt, ja, über diese oder jene Person, die hat so ein bewegtes Leben gehabt? Helene Fischer. Echt jetzt? Nee, kann auch nur ein Witz sein, oder? Spielt sich selbst. Na, du meinst jetzt deutsche Künstler? Ja, nee, nicht nur. Also beliebige. Oder Schauspieler deutsche, oder was? Nee, nicht nur. Beliebige. Deutsche, kann auch Politiker oder irgendwas. Wo würde man denken, er oder sie hat so einen bewegten Lebenslauf gehabt? Das könnte irgendwie interessant sein zum Verfilmen. Weil das hatte ich mir nämlich dann überlegt: so, hey, die kommen auf die Idee, so ein Biopic zu machen, mehr oder weniger. Wen nehmen sie? Udo Lindenberg. Okay, da habe ich überlegt, naja, wen hätte man denn eigentlich? Ich habe nämlich auch lange rumüberlegt, bin dann schon so, ja, weiß nicht, bei ganz anderen Persönlichkeiten hingelangt. Ich hätte eigentlich eher gedacht, was mich mal so interessieren würde, wie so Roland Emmerich vielleicht so als Regisseur, wieder so seine ersten Schritte da mit Arche Noah-Prinzip und so weiter. Aber ja, oder quasi so eine Geschichte rum, wie das Boot entstanden ist, aber viel mehr ist mir da noch nicht eingefallen. Selbst irgendwelche Wissenschaftler oder sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem bei der Sache ist, dass man das aus dem Ausland als viel cooler wahrnimmt und deswegen das auch vielleicht interessanter wirkt. Also wenn da irgendwie jetzt sowas wie hier Elton John oder sowas, das sind halt Weltstars und dann so Deutscher, vielleicht Heiner Lauterbach. Jetzt so als Beispiel. Würde mir noch einfallen, das Leben von Heiner, aber ja. Man hätte doch da vielleicht mal irgendwie was erfahren, irgendwo, wo man sagt, okay, da gab es mal in dem Leben so eine Phase, die würde mich jetzt mal interessieren, wie das da gewesen ist. So, ach, ich weiß auch nicht drauf. Wahrscheinlich wird es doch dann die verfilmte Biografie von Michaela Schaffrath oder so. Und Kate, wen jetzt du? Welche Figur? Vielleicht, wie du sagst, Roland Emmerich, aber ansonsten würde mir jetzt da niemand einfallen, der mich interessiert. Mich interessiert auch Lindenberg nicht, ehrlich gesagt, deswegen muss es nicht sein. Es gäbe viel mehr andere Leute, wo ich Interesse hätte, und das ist aber alles nicht deutsch. Also von daher. Nee, also von uns Deutschen weiß ich nicht, ob das Herbert Grönemeyer vielleicht noch, aber das. Ja, aber das ist dann auch sehr tragisch, ne, mit seiner Frau da irgendwie, oder? Ja, deswegen, aber das ist dann, ich weiß nicht, ich finde es auch, dass es momentan viel zu viel angespült wird von diesen Filmen. Aber die sind auch manchmal ganz gut, deswegen. Ja, ich sag ja, Bohemian Rhapsody war toll und Rocketman soll ja auch klasse sein, aber es tun jetzt halt alle die und machen das jetzt mit ihren eigenen Stars auch so. Und das ist eine Phase, die mich ein bisschen abschreckt, okay, das zu gucken. Aber ja, vielleicht, was mir jetzt gerade so einfällt, vielleicht wäre so ein über, was weiß ich, die Techno-Szene damals, so mit Hausbesetzungen hier, Dr. Motto und Westbam oder sowas, vielleicht gibt es da irgendwas Cooles. Willen, ja, aber wer kennt denn die heute noch? Ja, eben, da machst du einen Film drüber. Man kann es ja auch als Serie, ja, vielleicht machen, so wie Skylines. Das ist jetzt wieder genau der Punkt. Machst du Film drüber oder Serie, aber das muss ja auch wieder jemand gucken, der das dann kennt und dem das auch was sagt. Und da ist dann wieder die Frage, wer guckt denn so einen Film an, dann über Dr. Jetzt, Motte? Jetzt, du hast das die richtige Intention. Dann müsste es doch über die Scorpions werden. Oder Pur. Ja, Pur, Mensch, wir sind doch Pur, ja. 2 Stunden genau. Der Hitmix lang. Okay, ich glaube, wir lassen es da. Vielleicht haben wir unseren Hörern irgendwie, vielleicht fällt da jemand ein, Mensch, sind die doof, Mensch, hier, der wäre doch interessant. Dann schreibt es in die Kommentare oder nehmt Kontakt auf über die diversen
Möglichkeiten. Und wir machen einfach mal weiter mit den Sneak-Tipps für morgen. Welchen Hinweis gibt es denn da, Chris? Für morgen, das ist dann der 13.1., Montag der 13. Da kommt was Gutes. Ich hoffe doch. Ein Tipp also für die Sneak Nummer 1035, schlicht und ergreifend, Alfred oder Alfred. Und Kate ist da schon was eingegangen. Ja, es gibt zwei Tipps. Einmal Birds of Prey und Jay and Silent Bob Reboot. Ja, den habe ich getippt. Und da gibt es einen Alfred. Ja, bei Birds of Prey ja auch, ne? Ja, aber... Ist ja der Dino, der Alfred von Batman. Genau, ist ja wahrscheinlich ja, auch in dem Universum. Aber, weiß nicht, Birds of Prey ist, glaube ich, fast zu groß. Jein. Ich glaube, der durch die... Er ist ja Omu. Dadurch, dass die vorhergehenden... der vorhergehende Film ist ja jetzt nicht so super angekommen im Kino. Und jetzt, wenn sie einen über Harley Quinn, ist das, glaube ich, ne? Das ist doch der Harley Quinn-Centric-Film, ne? Ja. Wenn sie da jetzt machen, ich weiß nicht, ob der so viel zieht. Ja, ach, schauen wir mal. Zumindest bei diversen, wie heißt das, Fasnacht, Karneval und wie es alles heißt, gibt es zumindest sehr viele Damen, die sich als Harley Quinn verkleiden. Ich weiß nicht, ob die das gesehen haben überhaupt, den Film, oder ob sie das Kostüm einfach sexy finden. Oder Cosplays gibt es auch sehr viel. Wir lassen uns mal überraschen. Bei Cosplays, da glaube ich schon eher, dass die sich mit der Rolle auseinandergesetzt haben. Ja, ganz bestimmt. Glaube ich. Jane Silent Bob Reboot hat mich nämlich der Thomas draufgebracht, der Thomas Holmer. Der hat es nämlich als Kommentar geschrieben, dass es bei ihm in der Sneak lief. Das hätte ich natürlich jetzt fast nicht zu träumen gewagt und ich war mir auch nicht so bewusst, dass da ein Alfred drin vorkommt, aber offensichtlich in diesem einen etwas, in dieser erweiterten Featurette gibt es so einen Dialog mit Alfred und Omo würde natürlich passen, weil der Film ja nicht offiziell startet, ganz im Gegenteil, der läuft, den gibt es ab Ende des Monats ja schon in Frankreich und ich glaube in England auf Blu-ray. Also von daher könnte es durchaus sein, dass der vielleicht nochmal bei den Filmfans mal durchtourt. Ich glaube, Chris und ich würden uns auf jeden Fall freuen. Ich glaube, ich würde mir ein zweites Poloch freuen, wenn der kommt. Also. Das wollen wir uns jetzt mal nicht bildlich vorstellen hier. Ich wollte jetzt nicht Arschloch sein, das klingt immer so vulgär. Sag's doch, doch gesagt. Dir würde die Sonne aus dem Arsch scheinen. Ich beantworte das jetzt mal in den Worten von Silent Bob. Okay. Aber er sagt ja mindestens einmal in jedem Film sagt er irgendwas Weißes. Also jetzt ich habe einfach nur genickt gerade. So. Ich hoffe, das kam an. Okay, und wer das jetzt noch nicht kennt, der guckt bitte mal Clerks und Mallrats und Jay and Silent Bob Strike Back und Chasing Amy und so in der Vorbereitung auf das Ding. Und Dogma. 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 Ja. Dogma, ganz wichtig. Ja, gut, Dogma. Dogma war ja sogar kinomäßig ein ganz guter Erfolg weltweit. Jo, ich habe tatsächlich jetzt, nachdem ein paar Wochen ja schon das vor mir hergeschoben, führte kein Weg dran vorbei am Freitagabend. Hier spielt schon jemand Musik ein. Entschuldigung, ja. War das Wham oder? Nein. Ich dachte, du wolltest hier mich irgendwie supporten, aber gut. Wir haben Last Christmas geschaut. Irgendwie, leider lief der doch noch und es ging kein Weg vorbei. Also Last Christmas, natürlich jetzt im Januar der ideale Film. gedreht von Paul Feig, der solche Highlights gemacht hat wie Brautalarm. Also ich war natürlich, bin mit höchsten Erwartungen da reingegangen. Höchste Erwartungen, also oberstes Regal, ja. Emilia Clarke spielt die Hauptrolle, die man ja schon nackig gesehen hat bei Game of Thrones oder so. Ja, das ist wichtig, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Hier ist sie nicht nackig, also nicht in einer einzigen Szene. Ich weiß nicht, scheiß Film. Ich weiß nicht, ob es dem Film nennenswert geholfen hätte vielleicht. Ich fange mal ein bisschen ernsthafter an. Also, es spielen auch noch mit. Emma Thompson hat eine coole Rolle als die Mutter von Dings hier, von Emilia Clarke. Henry Golding spielt noch mit. Und muss ein bisschen aufpassen, weil es ist ein bisschen Spoiler-Gefahr in dem Film, weil da passieren ein paar Sachen, die man so unbedingt noch nicht wissen konnte. Ich hatte sie schon geahnt, schon vor dem Film und habe dann eigentlich nur so gedanklich eine Checkliste gemacht. So, ah ja, okay, alles klar, verstanden. Okay, ja, hast du auch richtig vorausgesagt. Die junge Frau arbeitet in einem, ja, in so einem Weihnachtsdekorationsgeschäft und die
ja, ihre Chefin, die ist so total auf Weihnachten eingestellt, ist so eine, die kommt aus China ursprünglich, aber das Ganze spielt in England. Und die ist ganz total auf Weihnachten eingestellt und hat da auch Bezugsquellen in China, wo so ganz viel so Weihnachtsspittel und sowas, also die haben da wirklich auf mehreren Etagen, haben die Weihnachtssachen und das hat auch irgendwie ganzjährig offen, dieses Geschäft. Und sie muss auch als Verkäuferin die ganze Zeit in so einem Weihnachtself-Kostüm, wie man hier das kennt mit dem Will Ferrell hier als Elf, hier so ein grünes Ding, muss sie rumlaufen und die Leute bedienen. Und ja, eines Tages sieht sie mal, als sie das Schaufenster dekoriert und da irgendwie was wegnimmt zum Reinigen, guckt sie plötzlich nach draußen und sieht da so einen jungen Mann, der da so nach oben schaut. Und ja, der ist ja eigentlich irgendwie so ein bisschen sympathisch. Am Anfang zwar noch nicht so richtig als Date-mäßig so, also da ist noch nicht gleich so. Da steht sie eher so auf andere Typen. Sie hat da auch irgendwie so gefühlt jeden Abend einen anderen. Und sie lebt auch irgendwie, hat keine Wohnung mehr. Also sie schlägt sich da irgendwie so durch, indem sie bei Freunden übernachtet. Weil wir erfahren dann so nach und nach, dass sie mal vor einiger Zeit mal ziemlich krank war und das hat ihr auch irgendwie so psychischen Knacks gegeben dann, weil sie sich nicht mehr so richtig wohlfühlt und weil es irgendwie auch, ja, weil sie so nah an der Grenze war zum Tod, da hat es mit ihr einiges ausgelöst. Und ja, dann lernt sie diesen jungen Mann kennen, der doch etwas anders ist, also die anderen, die immer so über den Weg laufen, und sie will eigentlich erstmal gar nichts von ihm. Und er macht sich aber so ein bisschen rar und das weckt ihren Jagdinstinkt nur noch mehr. Und dann nähern die beiden sich doch irgendwie mal an und er ist sehr romantisch und verträumt und so und weist sie halt auch auf Sachen hin, die ihr gar nicht so bewusst waren. Also er arbeitet zum Beispiel nachts in so einer obdachlosen Unterkunft und schenkt dort auch Essen aus und sowas. Und er schenkt dort Essen aus? Ja, ausschenken heißt das doch, oder? Austeilen, ja, ausschenken. Also Getränke kann man ausschenken. Ja, so Suppe und sowas, ne? Und sie geht halt eher so egoistisch durchs Leben und weil sie auch diese Krankheit da hatte, und er ist halt eher so der an andere denkt, und das färbt dann auch so ein bisschen auf sie ab, das Ganze. Und jetzt muss ich irgendwie überlegen, wie ich die Kurve kriege, damit ich nicht zu viel verrate, was dann noch so passiert. Und vor allem musst du die Kurve kriegen, damit ich nicht einschlafe. Das Ganze ist mit, also wenn wir vorhin schon drüber geredet haben, über Lindenberg, dass da ganz viel Musik, hier ist unheimlich viel von Wham drin, eigentlich nur Musik von Wham, nichts anderes. Also das sind wirklich alles von George Michael und Wham drin, also George Michael als Solokünstler und Wham als Band. Das war jetzt nun auch nicht so richtig mein Fall. Also da konnte ich mit Lindenberg noch eher was, weil hier waren wirklich so Schmachtfetzen drin. Also die kannte ich noch nicht mal. Da war ich auch nicht froh drüber, dass ich die nicht kannte. Aber passt natürlich hier zu dem Film. Kam Careless Whisper? Ja, natürlich. Okay. Ja. Also Careless Whisper, Last Christmas, keine Ahnung. Also etliche Sachen kamen dann. Und dann war es auch immer so ein bisschen, wirklich so diese ganze, ganz simple Regie/Drehbuch-Variante. Es passiert irgendwas auf der Leinwand und wir nehmen genau den Song, der genau das erzählt, was da jetzt gerade kommt. Weißt du, wie ich meine? Und ja, es war schon sehr. Ich finde es so schön, wie deine Begeisterung zu greifen ist, ey. Es waren ein paar schön gedrehte Szenen mit dabei und ein paar romantische Szenen und echt toll gemacht. Ich habe diese, die Chemie zwischen den beiden, hat mich nicht erreicht. Also ich hab das nicht abgekauft, dass das jetzt auf einmal mit denen so wird und dass sie sich so in den verliebt und also das hat bei mir irgendwie nicht verfangen, hat nicht funktioniert. Während, da gab es noch eine andere Geschichte in dem Film, auch eine Liebesgeschichte und so, auch eine Personengeschichte, die war viel berührender und viel, viel besser gespielt und alles. Ne? Also ausgerechnet die Hauptgeschichte, die hat nicht so richtig funktioniert. Und vielleicht lag es auch daran, dass jetzt die Weihnachtsstimmung schon ein bisschen passé ist und man schon wieder arbeiten geht und ganz andere Gedanken hat. Und es taugt auch nicht so richtig als typischer Weihnachtsfilm. Es gibt ja so diese Tatsächlich Liebe und wie sie alle heißen.
da ist halt so eine bunte Mischung aus Songs drin und verschiedene Personen. Und hier konzentriert sich das alles sehr, sehr stark. Und gerade am Anfang ist der Film auch extrem klamaukig. Da ist dieses Paul Feig-Ding. Also da passieren wirklich so Slapstick-Sachen. Ihr fällt was runter. Sie läuft um eine Ecke und fällt über irgendwelche Müllbeutel, die da liegen, während sie mit ihm zusammenläuft. Ja. Ihr passieren lauter so doofe Missgeschicke. Sie setzt irgendwas in Brand oder setzt sich irgendwo hin, wo was liegt. Und sie ist also sehr tapsig. Ja, aber sie wird ganz anders dargestellt. Sie wird eher so als die taffe, egoistische Frau dargestellt. Weißt du, und dann passieren die ganze Zeit so Sachen. Es hat irgendwie alles nicht so richtig zusammengepasst am Anfang. Also letzten Endes, so richtig wehgetan hat es nicht der Film. Da haben wir schon schlechtere Sachen auch gesehen in der Sneak Preview und so. Ins Kino würde ich da jetzt auch gerade, wenn der Film, der läuft jetzt schon bald nicht mehr im Kino, dann kann man den vielleicht mal auf Blu-ray holen und dann vielleicht zu Weihnachten gucken oder vielleicht gibt es den dann zu Weihnachten schon im Stream. Dann kann man den mal sich geben oder so. Aber ja, schwierig. Ja, ich gebe dem Film 6,5 von 10. Ja. Ja, aber das ist aber dann doch ordentlich. Ja, war so ganz okay. War jetzt nicht so ganz viel so, oh, um Gottes Willen oder so drin, wo ich gedacht hätte, oh nein, ist das peinlich oder so. So war es jetzt Gott sei Dank nicht. Und das, die eigentliche Geschichte des Films, die ich jetzt nicht verraten kann, die hätte ich anders dargestellt, wenn ich es gemacht hätte. Ich hätte es interessanter dargestellt, dass wirklich so von Anfang bis Ende sich durchzieht und nicht dann so ab der Mitte irgendwie der Film so eine kleine Wendung macht und dann irgendwie man ahnt schon was und am Schluss erfährt man es dann, sondern ich hätte es ein bisschen anders gemacht, aber dadurch wirkt der Film für mich so ein bisschen auch vielleicht wie so ein One-Trick-Pony, also es wirkt nur einmal vielleicht der Film, ich weiß nicht, ob wer den schon gesehen hat im Kino von den geschätzten Hörern, kann ja mal sagen, ob ihr jetzt auch eigentlich kein Interesse habt, den Film nochmal zu sehen. also vielleicht jemand, der sagt, oh, der Film hat mir super gefallen, ich würde ihn nochmal gucken, das würde mich interessieren, weil ich glaube nicht, dass es so ein Film ist, der ein zweites Mal trägt. Er ist jetzt beim ersten Mal ganz interessant, aber nicht so wie die anderen Weihnachtsfilme, wo man sagt, ach, das ist toll gefilmt, coole Szenen. Ja, also Last Christmas, I gave you my heart, 6,5 von 10. Und wir schauen mal, was jetzt so anläuft. Vielleicht ist da was Cooles dabei. Kinocharts und Neustarts. Vielleicht ist auch in den Charts irgendwas dabei. Platz 10 hier in Stuttgart, 4 zauberhafte Schwestern. Platz 9, das perfekte Geheimnis. Immer noch. Ja. Sagt neulich auch so Kollegen so, oh, da soll doch jetzt so ein toller Film laufen da mit so einem, wo die alle ihr Handy und so, dachte ich, oh. Okay, also das ist echt im Mainstream angekommen. Platz 8, Cats. Platz 7, Spione Undercover, eine wilde Verwandlung. Platz 6, Drei Engel für Charlie. Platz 5, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Platz 4, Knives Out, Mord ist Familiensache. Platz 3, Die Eiskönigin 2. Platz 2, Jumanji, Next Level, läuft auch gut. Und immer noch auf Platz 1, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Ja. Ja. Ich musste gerade ein bisschen lächeln bei Cats, weil da hat der Ricky Gervais bei den Golden Globes so coole Seitenhiebe da gebracht. So. Nachdem er dann irgendeinen Film vorgestellt hatte, hat er gesagt, seht ihr, so kann es laufen, wenn man die Leute nicht in Katzenkostüme steckt oder irgend sowas. Wenn man gute Darsteller nicht in Katzenkostüme steckt. Alter, das war sowieso so genial. Also ich hoffe ja echt, der hat zwar zigmal gesagt, dass er es nicht nochmal macht und das wahrscheinlich sein letztes Mal ist und hat deswegen besonders vom Leder gezogen. Aber ich hoffe einfach, dass er es nochmal irgendwie macht. Der ist einfach so geil. Ja, herrlich. Und deswegen, wenn wir gleich bei dem Thema sind, die Oscars werden wieder keinen zentralen Host haben, was ich wieder sehr schade finde. Aber gut. Wahrscheinlich haben sie zu viel Ärger. Ja, die machen es wieder wie letztes Jahr, dass halt verschiedene Presenter sind. Aber, ja. Okay, was läuft denn neu an, Chris? Was haben wir so als wichtigstes? Es läuft an, ab 16.01. Bad Boys for Life. Bad Boys 3. Ein Film, auf den ich mich echt freue. Wo ich auch plane, wirklich ins Kino zu gehen, weil ich den im Kino sehen möchte. Zum dritten Mal gehen Bad Boys Will Smith und Martin Lawrence in Miami auf Verbrecherjagd. Heiße Sportwagen und Kollateralschaden inklusive. Ja, das ist bestimmt geil. Da erwarte ich einfach nur witzige Sprüche, ganz viel Action und ja. Ich
Mehr brauche ich gar nicht. Ich hoffe mal, dass auch wieder einen guten Soundtrack haben, weil der vom ersten Bad Boys, der war der Hammer. Den habe ich mir gekauft und habe den ewig damals auf CD ja noch im Autoradio gehört. Der vom zweiten, der war schon deutlich flacher. Oh, da waren nur so ein paar gute Songs drauf. Während der erste, den konntest du wirklich fast durchhören. Das ist richtig. Ich habe den auch positiv in Erinnerung. Und da hoffe ich mal, dass sie jetzt wieder und jetzt nicht irgendwelchen Autotune-Scheiß, sondern wirklich richtig guten Rap drin haben. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Das erwarte ich auch in irgendeiner aufpolierten Version und so. Ja. Vielleicht kennt Martin Lawrence jetzt den Text, ja. Hoffe ich mal. Was auch noch anläuft, 1917, den Film hatten wir letzte Woche vorgestellt hier in der Sendung. Der von Sam Mendes gedrehte Film, in dem zwei Soldaten eine Nachricht überbringen müssen hinter feindlichen Linien. Alles so quasi in einem One-Shot gedreht. Sehr, sehr spannend und ziemlich gut. Und hat auch den Golden Globe gewonnen als bestes Drama dieses Jahr, was schon einiges aussagt. Dann startet Lindenberg Mach dein Ding. Musikbiografie über das Leben des legendären deutschen Rockmusikers Udo Lindenberg. Wer mehr dazu wissen möchte, spult bitte an den Anfang der Folge zurück. So, was haben wir noch? Ein Fantasy-Drama, ein animierter Film. Weathering with You, das Mädchen, das die Sonne berührte. Ja, es geht um eine junge Frau, die das Wetter beeinflussen kann. Kommt einmalig im Januar 2020 oder 2020 in die deutschen Kinos. Okay. Ich hätte noch Vom Gießen des Zitronenbaums. Ein absurdes Drama von Elias Suleiman, in dem sich der Regisseur Gedanken über den Begriff Heimat in der Ferne macht. Okay. Schau mal, was von dem irgendwas gehört? Nee. Wer spielt denn mit? Warte, ich guck gerade, wer mitspielt. Absurdes Drama. Ja, er flüchtet auf der Suche nach einem neuen Zuhause aus Palästina, bis ihm klar wird, dass sein Heimatland ihn wie ein Schatten verfolgt, wo auch immer er gern gehen mag. Was als Versprechen eines neuen Lebens beginnt, wandelt sich schnell in eine Komödie des Absurden. Auf seiner Reise von Paris nach New York erinnert ihn immer wieder etwas an seine Heimat. Okay. Mit Gael Garcia und Elia Suleiman. Okay. Läuft noch an, Berührt. Das ist aber eine Doku, hatte ich gerade festgestellt. Da geht es um eine Frau, die wahrscheinlich tot gebären wird und wird dann begleitet hier. Das klingt ja sehr... es läuft auch noch an, Why Don't You Just Die? Da. Eine Komödie. Das ist eine Komödie von Kirill Sokolov. Aus Russland. Andrei ist ein Polizist und der schlechteste Vater der Welt. Er versammelt in seiner Wohnung eine furchtbare Gruppe von Menschen, seine missgünstige Schauspielertochter, einen wütenden Verbrecher und einen betrogenen Cop. Und jeder der vier hat einen Grund, Rache an den anderen nehmen zu wollen. Go Truppy Go kommt auch wieder. Eine Wiederaufführung. Ja, aber ansonsten ist, glaube ich... Das ist ein Highschool-Fleet-Movie. Was ist denn das? Highschool Fleet Movie. Viva the Underdogs, was ist das? Ah, oh, Viva the Underdogs, eine Dokumentation aus Australien. Hört. Ja, Highschool Fleet Movie steht bei mir hier gar nicht drin. Das haben sie wahrscheinlich dann nochmal verschoben. Ja. Und natürlich Charlie und Louise, das doppelte Lottchen. Das doppelte Lottchen von Filzmeier. Von 1994. Wiederaufführung. Also auch Wiederaufführung, ja gut. Ja. Gibt es nichts Neues mehr. Muss man ausgerechnet gegen solche Kracher wie Bad Boys for Life und dem Golden Globe Gewinner 1917 jetzt nun irgendwelche anderen Sachen setzen? Na gut, okay. Naja, gut. Das war die Kinovorschau und mal gucken, was auf Blu-ray so Neues gibt hier am 13. Januar. Das ist dann der 13. erste, ne? 13. Januar. Das sein? Blown Away, eine Dokumentation. Music, Miles and Magic. Ist das der Gina Wild-Film? Weiß nicht. Blown Away. Die vierjährige Reise der beiden Freunde Ben und Hannes mit Boot und Bus rund um die Welt erzählt die Abenteuer, die sie dabei erlebt haben. Sie reisen mit 75.000 Kilometer mit einem kleinen Segelboot und später mit einem alten Schulbus, durchqueren 31 Länder, drehen über 1400 Stunden Videomaterial. Und als gelernte Tontechniker und Musiker nutzen sie dabei jede Gelegenheit, unterwegs Musik aufzunehmen. Sie treffen viele großartige Künstler und erfinden das Genre der Expedition Music neu. Okay. Also quasi so eine Weltmusikgeschichte. Okay. Ich habe noch hier Stephen Kings Needful Things.
auf Blu-ray. Ein merkwürdiger Fremder zieht nach Castle Rock, einem kleinen mittelamerikanischen Städtchen, und eröffnet einen Antiquitätenladen. Der Mann heißt Leland Gaunt, gespielt von Max Sydow, und ist äußerst charmant, ein äußerst charmanter älterer Herr, der für jeden ein offenes Ohr hat. Doch das, was er zu verkaufen hat, macht aus freundlichen und friedfertigen Bürgern hasserfüllte und mörderische Kreaturen. Nur Sheriff Alan Pangborn, Ed Harris, ahnt, dass der Fremde nichts Gutes im Schilde führt und Unruhe in sein Städtchen bringt. Als sich zwei Frauen plötzlich mit Messer und Beil gegenseitig umbringen, muss Alan handeln. Kennst du den? Ja, ja. Aber es ist ewig her. Ich hab den auch, ja. Aber es war schon sehr perfide, wie der dann immer genau den Leuten das gegeben hat, was quasi das Ganze noch ein bisschen weiter aufschaukelt, ohne dass sie es selber gemerkt haben, so richtig, ne? Wo man dann als Zuschauer wusste man dann, okay, wenn er jetzt das, ja, war schon cool. Wenn sie das jetzt nochmal richtig neu aufpoliert haben, warum nicht einer von den besseren Stephen King-Verfilmungen? Ja. So, dann machen wir weiter mit den Trailern. Das war das Falsche. Okay, jetzt habe ich trotzdem Trainer. ich muss mir die mal beschriften hier, die Buttons. Ich habe einen Trailer heute mal reingestellt hier, der heißt Bombshell. Der läuft nämlich schon am 13.02. an, ist gar nicht mehr lange hin. Könnte vielleicht sogar auch mal in der Sneak irgendwie vielleicht kommen. Und hat eine illustre Darstellerie, Charlie Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman, Alice Eve und so weiter. Und da geht es mehr oder weniger in dem Medienbusiness, arbeiten diese jungen Frauen für so einen Nachrichtensender. Und die werden mehr oder weniger auch so ein bisschen auf ihren Körper und ihr Aussehen reduziert von den Männern, und das natürlich auch jetzt gerade im Rahmen der MeToo-Debatte gerade ein heißes Eisen, was da angepackt wird. Und wenn ich den Trailer so richtig verstehe, gibt es dann so eine, gespielt von Nicole Kidman, glaube ich, die dann so Whistleblowerin ist, die dann das Ganze öffentlich machen will und sucht dann halt auch Mitstreiterinnen in diesem Medienhaus, und es gibt halt manche, die wollen halt lieber das alles ertragen für ihre Karriere und manche nicht. Und könnte ein ganz interessanter Film werden. Was meint ihr? Habt ihr den gesehen, den Trailer? Ja, finde ich ganz interessant, muss ich ehrlich sagen. Also da könnte mal wieder so ein typisches Ding sein mit hier, guckt mal an, wie es wirklich abläuft. Ähnliche Thematik, wie er jetzt in der Apple TV Plus Serie The Morning Show. Mhm. Ja. Okay. Hab ich jetzt noch nicht da wird das auch aufgegriffen. Ja. Das ist eine ähnliche Thematik. Und wenn es gut umgesetzt ist, klar, warum nicht, gucke ich mir gern an. Was mich da bloß ein bisschen wundert, der läuft am 13.02. an. Und ich würde mal nicht sagen, dass ich mich wenig für Film und Kino interessiere. Ich habe von dem Film noch nichts gehört gehabt, bevor ich jetzt diesen Trailer... Doch, ich habe das schon vorher ein paar Mal gehört. Ja. Ja. War aber auch schon mal getippt für die Sneak. Ach so? Mhm. Ja, das mag ja sein, aber ich meine, so normalerweise kriege ich von den Filmfirmen immer so Mails, so hey, ja, sprecht doch mal über diesen oder jenen Film oder guck mal hier, da gibt es einen neuen Trailer. Kam nichts. Also für diesen Film, vielleicht auch, weil es ein bisschen zu sehr ans eigene Fleisch schneidet von der Film- und Medienindustrie, vielleicht bringen sie den zwar irgendwie raus, aber irgendwie, ja, so richtig was dafür tun wollen sie vielleicht nicht. Wirkt zumindest so für mich jetzt von meiner Wahrnehmung her. Ich weiß nicht, kann sich ja noch ändern, dass dann die riesen Marketingmaschinerie, was weiß ich, dass dann alle drei oder vier Damen, die da hier die Hauptrollen spielen, dass die dann hier einen riesen Promotour machen und hier in Deutschland mal sind und so. Kann alles sein, aber momentan höre ich von dem Film in meiner Blase zu wenig. Ja. Aber, werden wir sehen. Und ja, ich glaube, Serien haben wir heute nicht. Wir gucken, Kate und ich, wir gucken jetzt wieder 24. Da, liebe Hörer, das habt ihr nicht mehr mitbekommen. Das war dann letztes Mal nach der Aufnahme, hat die Kate so einen Satz fallen lassen wie, ja, sie guckt jetzt 24. Da habe ich gesagt, ach cool, wo gibt's denn das? Und hat sie gesagt, ja, Amazon Prime gibt's jetzt alles. Und da habe ich dann auch wieder reingeguckt. Ich bin jetzt auch schon wieder bei Staffel. Ich habe dich wieder angefixt. Ja, Staffel 2 ist so super. Also ich kann es auch den Leuten empfehlen, die schon alles kennen, ruhig nochmal reingucken, weil man erkennt, man sieht dann das doch mit neuen Augen, wenn man es nochmal neu schaut. Was aber ich finde es ja total faszinierend, wer da alles mitspielt. Also wer da alles kleine Gastrollen hatte und aus denen ist dann später in anderen Serien irgendein Hauptdarsteller geworden oder so. Das finde ich halt total faszinierend. Und dann fährt da ein Auto vorbei, auf einmal sitzt da eine aus Criminal Minds drin oder aus Navy CIS. Und ich denke so, Alter, krass.
Und ich, da merkt man auch immer wieder, wie alt die Serie 24 ist. Das ist so. Und wie alt man selber ist. Ist damals voll an, ja, das auch. Ja. Ah, das war ja damals, als die erste Staffel rauskam. Boah, das hat ja so einen Bass ausgelöst in der. Ja, ich hatte halt immer das Problem, dass das so spät kam. Ich habe das nie angeguckt, weil das immer so spät kam. Das kam mal auf RTL 2 oder so, irgendwie um 23 Uhr. Ja, das war ja dann nochmal. Ich habe das nie angeguckt. Das war ja dann nochmal zwei Jahre später. Ich gucke das jetzt zum ersten Mal und ich finde es total geil. Wir hatten damals, da war relativ, weiß nicht, ob das, ja, nicht parallel, also da lief das in den USA schon, war das durch. Dann hatte unser Kino damals die Aktion gemacht, da haben sie die erste Staffel im Kino gezeigt, hintereinander weg. Von irgendwie abends um 4, Nachmittag um 4 bis nächsten Mittag, glaube ich, um 2 ging das, weil dadurch, dass ja jede Serie nicht eine Stunde ist, sondern eine Dreiviertelstunde durch die Werbung, gewinnst du da halt ein bisschen und ja, da konntest du quasi am Stück das durchgucken. Und da hatte ich zum ersten Mal die Berührung damit und das war damals so was Besonderes, dass es so diese parallelen Erzählstränge. Früher gab es immer in den anderen Serien immer so den Fall des Tages, so kaum was Übergreifendes. Und da war das so modern. Und jetzt hast du das in jeder Serie eigentlich, dass du zwei oder drei Erzählstränge pro Folge parallel hast und dann meistens noch einen übergeordneten roten Faden. Aber ich finde, 24 macht das auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, es hat auch viel Druck im Kessel. Ja, ich bin total fasziniert. Also die erste Staffel habe ich ja in 2 Tagen durchgeschaut. Bei der zweiten lasse ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil ich die von der Grundthematik ein bisschen schwächer finde jetzt als die erste. Aber du, ich warte immer noch drauf. Du sagst ja, die dritte Staffel ist die beste. Deswegen bin ich gespannt. In meiner Erinnerung, ja. Erinnerung, weil die hat mich echt irgendwie umgehauen. Oder war es die vierte? Weiß gar nicht. Ich denke nur, was muss Jack Bauer alles noch durchmachen? Ich bin erst bei der zweiten Staffel und der wird schon gefoltert und so. Dann denke ich so, Gott, der arme Kerl. Ja, der muss schon einiges durchmachen da. Jawohl, aber auch seine Mitstreiter dann und ja. Ich hatte auch eine Zeit lang hier diesen Klingelton von der CTU. Mal sehen, ob ich den hier jetzt eigentlich auf meinem Telefon habe. Ich den Klingelton eigentlich von der CTU? Naja, die haben doch immer diesen ganz charakteristischen, was ist das, Dell IP-Telefon Klingelton. Ach so, ja, okay. Dieses dumpfe Dürren. Ja, ja. Schön und Haptik. Ja. Ach, hier, oder? Mal gucken, ob man es hört. Live in der Sendung verändert Erik hier. Ja, Seiten. Genau. Ja, das ist das. Ich will es auch haben. Und dann gab es irgendwie noch. Ah, nee, das habe ich jetzt nicht. Ja. Genau, ja, das fand ich damals cool. okay. Ja, 24 kann man durchaus empfehlen. Die letzte Staffel. Habe ich, glaube ich, noch nicht geguckt, wo dann nicht mehr Jack Bauer da ist, sondern jemand anders. Aber. Spoiler! Schon, nee, wieso? Das ist doch bekannt. Kiefer Sutherland hat auch nicht mehr mitgemacht. Das ist doch dann in UK irgendwo. Okay, dann geht's mal rein in den allgemeinen Bereich. Da brauche ich mal hier auch wieder irgendwie einen Trenner. Nehmen wir den. Wir haben zum einen natürlich wieder Musiktipps für euch. Wer möchte anfangen? Da schwanke ich übrigens gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwanke da gerade, weil ich finde, man sollte einen Lindenberg-Song mit reinnehmen. Aber was weiß ich schon. Dann feel free to nimm deinen raus und nimm dafür einen Lindenberg-Song rein. Das ist das Problem, weswegen ich mir das schwer tue, weil ich habe noch eine andere tolle Verbindung heute. Aber jetzt mach mal Kate. Also, ich fange mal an. Ich habe heute einen guten Laune-Song reingepackt und zwar Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Okay. Can't Stop the Feeling! Feeling! Aus dem Minions. Der ist toll, der Song. Minions Soundtrack. Nein. Doch. Was habt ihr für die Unter anderem. Aus den Minions? Hä? Doch. Der ist doch aus dem Trolls-Film, dachte ich. Oder Trolls? Auch. Ah, das kann auch. Naja, ja, ich glaube. Auch. Der wurde oft verwendet. Auf jeden Fall so toll. Ganz. Ich werde es gleich mal adden hier. Justin Timberlake. So, Chris, was hast du da? So, ich schwanke jetzt eben nicht, weil ich denke, jetzt haben wir einen Musikfilm mit Lindenberg, dann soll man vielleicht auch was von ihm nehmen. Aber jetzt habe ich gesehen, der Erik hat nichts von Lindenberg. Ich hätte tatsächlich von
der MTV Unplugged Session von Lindenberg Cello mit zusammen mit Clouseau genommen, weil das finde ich echt ein schönes Song und auch schön umgesetzt, auch vor allem mit Clouseau, weil ich einfach irgendwie Clouseau mag. Auf der anderen Seite, was ich gerne dabei hätte, ich darf ja leider nur eins, das heißt, ich muss jetzt gleich eine Münze werfen oder so. Ich habe nämlich von den Fantastischen Vier MFG. Und warum habe ich von den Fantas MFG? Na, zum einen, weil wir alle die Fantas mögen und zum anderen haben wir gerade die Folge 599 und MFG ist damals erschienen auf dem Album 499 und ich dachte, dass man da irgendwie einen Überschlag bilden kann da dazu. Deswegen fand ich die beiden Ideen jetzt eigentlich ganz nett. Aber da fällt mir nämlich noch ein großes Aber ein. Der Erik hat letztens irgendwann auch mal zwei Songs von sich gemacht, deswegen wünsche ich mir jetzt diese zwei. Ja. Chris darf zwei Songs. Jetzt noch die Frage, möchtest du die Unplugged-Version oder möchtest du den Radio-Edit? Von was? Von MFG. Da die Radio-Version, das reicht vollkommen. Okay. Dann machen wir das ja. Kinocast Songs. So, ich habe einen, es gibt ja jetzt einen neuen Song, der am Radio rauf und runter läuft von The Weeknd oder Weeknd. Weiß nicht, ob ihr das schon Weeknd. Weeknd, der heißt Blinding Lights. Weeknd, also ohne E hinten dran. Weeknd, ohne E hinten. Und der ist ja so richtig schön 80er Jahre mäßig. Und deswegen habe ich mal einen Song genommen, der auch so schöne Synthesizer-Flächen drin hat. Und den finde ich eigentlich immer wieder richtig cool. Der fängt sehr langsam an und baut sich auf. Muss man einfach mal durchhalten, den zu hören. Von Invisible Limits. Den Song Nathalie und alle, die so aus der Ecke kommen, da gab es früher in der Disco, war das eigentlich von einem bestimmten DJ immer quasi, der hat diesen Song gespielt als Intro für sein Set und deswegen, ja, ich finde das sehr geil. Jetzt muss ich bloß noch die richtige Version raussuchen, das mache ich vielleicht nachher am besten oder ich packe jetzt schon mal eine drauf und höre nachher nochmal nach, ob es die richtige ist, so Kinocast Songs. Jawohl, also liebe Hörer, ihr könnt das finden unter Spotify. Kinocast Songs findet ihr die Playlist, die wächst jede Woche um mindestens 3 Songs, muss man ja mittlerweile sagen. Und jetzt begeben wir uns mal in die Richtung, dass wir mal die Gewinner, die restlichen Gewinner, muss man ja sagen, von unserem Adventskalender-Gewinnspiel auslosen. Habe ich letzte Woche irgendwie vergessen und auch die Woche davor. Ich habe aber die ersten 3 Sieger, die es gab, die habe ich schon angeschrieben und da habe ich gestern die Päckchen auf die Post gebracht, also das ist schon unterwegs. Die hatten mir nämlich schon ihre Adressen mitgeteilt, das war ja der also Benutzername Foxy, der Martin und der Saar Franke und jetzt haben wir die restlichen, da gibt es ja die Lose, die gesammelt wurden, das heißt jeder, der eine Lösung eingeschickt hat, egal ob richtig oder falsch, ich nehme mal den ersten hier raus, aus der Liste, das ist der Alex, der hat 3-mal mitgespielt. Am ersten Tag, am dritten Tag, da hat er 3 Punkte, am ersten Tag 1 Punkt und am fünften Tag hat er 0 Punkte und hat damit 3 Lose gesammelt. Sonst nicht hat er mitgespielt. Ja, also auch für die falsche Lösung gab es ein Los im Lostopf und jedes Los ist jetzt eine Nummer und jetzt haben wir die ganzen restlichen, also die nicht Platz 1 bis 3 sind, die habe ich hier verteilt, die ganzen Lose und zwar ist das zwischen 2 und Scroll. 338. 2 und 338. Ja, genau. Also zwischen Nummer 2, das ist eben der besagte Alex mit seinen 3 Losen. Der hat quasi von der... Ach nee, wir können ja hier die nehmen. Von der 1, genau. Ich hab's ja sogar hier. Also wir können von 1 bis 338 nehmen. Ja. Im Zufallsgenerator. Nochmal, was? Von der 1 bis? Bis 338. Von der 1 bis 338. Ja. Genau, okay. Die 1, 2 und 3 ist jetzt zum Beispiel dieser besagte Alex, das habe ich halt hier alphabetisch sortiert. Dann kommt der Björn, dann der Bruno, der hat nur ein Los und so weiter. Jeder hat dann so ein Los, eine Nummer. Und der Chris sagt mir jetzt mal, damit wir es auch ein bisschen verteilen, damit nicht nur, was weiß ich, welche aus dem ersten Spektrum gewinnen, gucken wir mal, dass man die erste Nummer, die er generiert, so aus dem Bereich zwischen 1 und 100 ist, die zweite zwischen 200 und so weiter, ne? So. Okay, Moment, das heißt, ich muss jetzt ganz kurz hier... Klick mal so oft, bis du zwischen 1 und 100 ein hast. Oder mach einfach die komplette Liste und klick einfach durch, bis deine Nummer kommt. Okay. Als Generator. Soll ich es nebenher noch filmen, damit man es glaubt, oder funktioniert das so? Okay. Sag niemand. Okay, also das erste wäre 314.
314, also hätten wir den Bereich über der 300 schon mal. So, 314, das ist die Steff. Die Steff mit einem von ihren, wie viele Lose hat sie? Die hat ja fast jeden Tag mitgespielt, ja. 314, jawohl. So. Gut, mal nächstes. Hier mal, oder? Ja, kann weitergehen. Dann haben wir die, Moment, 152. Die 152. Das sind die Leinwandperlen. Schöne Grüße. Hey, Leinwandperlen, Grüße. Ja, die haben auch, ich glaube, fast jedes Mal mitgespielt. Die haben von der 141 bis zur 163, ja. Ha. Okay, nächstes. Jo. Jetzt mach mal so über 200 bis 300 oder so. 235. 235, das ist der oder die Mini. Ja. Das war's dann? Und jetzt noch unter 100, oder? Ach so, na gut, machen wir 4 halt, okay. Ja, ich dachte, 0 bis 100, gut, 100 bis 200. Machst mich noch arm hier. Ja, mach. Ja, klar. Die 49. Die 49, okay, das ist schon mal nicht der Alex, den wir gerade als Beispiel. Das ist Catland. Catland. Eins von den vielen Losen von Catland. Die hat von 29 bis 52. Okay, cool. Vielen Dank, lieber Zufallsgenerator. Und ja, sehr gerne. Liebe Gewinner, falls ihr das hört, ihr werdet wahrscheinlich vorher von mir schon die E-Mail lesen, bevor ihr die Sendung hört, dass ihr gewonnen habt und eure Daten, eure Adressdaten bitte in das Formular eintragt, damit ich die dann habe. Ich warte, bis alle eingetragen haben und dann gehe ich einmal zur Post und schicke die 4 Sachen raus. Genau, da sind ja auch Sachen dabei mit, die vom Chris kommen und so, ne? Hier von den Geschenken, ja, ne? Aus, genau, wollte ich nur mal erwähnen, auch, das kommt ja nicht alles von mir. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und es könnte vielleicht auch Knives Out Poster mitgeben, man weiß es nicht. Aber nur vielleicht. Ja, nur vielleicht, mal schauen. Okay, dann haben wir das auch. Wir hatten beim letzten Mal tatsächlich auch noch Kommentare, die habe ich irgendwie völlig außer Acht gelassen, der aber ganz interessant war. Das muss ich bloß nochmal kurz aufrufen. Das war zu 7500 Karlsruhe. Da hat nämlich die Steff geschrieben, sie ist nicht unserer Meinung. Sie fand den Film schon gut und sie mag eigentlich Kammerspiele gern, aber realistisch fand sie ihn nicht. Realistisch gewesen, wenn er die Kamera ausgelassen hätte, nachdem er sich abgeschaltet hat. Also sie meint, der Pilot sitzt ja im Cockpit und hat eine Kamera nach hinten, wo da eben diese Entführung passiert in dem Flugzeug und er sieht das dann halt so, was da so passiert und die Terroristen drohen halt damit, so verschiedene Leute zu erschießen von den Passagieren und er macht halt dann irgendwann die Kamera aus und dann guckt er halt doch wieder. Die können sie nicht erschießen, die haben doch keine Schusswaffen dabei. Ja, oder töten, sagen wir so, töten. Und das fand sie wohl unrealistisch. Ich fand es eher menschlich, weil er wusste ja, dass da hinten jemand ist, den er kennt. Ja. Und da einfach mal zu gucken, weil da ist ja nun kein rotes Licht wie bei einer Fernsehkamera, wo man sieht, jetzt guckt er wieder oder so, sondern die Entführer, die haben ja sowieso so gehandelt, als würde er die ganze Zeit da gucken. Und da war natürlich seine Vermutung, okay, die machen jetzt bestimmt irgendwas. Und außerdem, wenn du da eh auf dich allein gestellt bist, ist es gut zu wissen, was der Feind tut. Ja. als völlig im Unklaren. Also wenn die da jetzt plötzlich angefangen hätten und irgendwie die Tür mit irgendwie Plastik-Sprengstoff zu verminen, das hätte ich gern gewusst. Wo man dann sagt, okay, ich komme doch raus, bevor ihr hier alles in die Luft sprengt. Ja, ja, genau. Sie meinten nämlich, da wären die Forderungen der Entführer ins Leere gelaufen. Na, nee, eben nicht. Also, wie gesagt. Ich hoffe, ich fliege nur mit Piloten, die auf Hilfe vom Boden hören und sich nicht beeinflussen lassen, egal was hinten passiert. Na, da möchte ich dich mal sehen, wenn du in so einer Situation bist und du weißt, also ich will jetzt nicht spoilern, aber du weißt, was da dran hängt und da betrifft es jemanden, den du sehr gut kennst oder so aus Familie und dass du da, man will es jetzt nicht wünschen, dass jemand mal in so eine Situation kommt, aber stell dir das einfach mal vor. Wärst du da wirklich so sattelfest, dass du sagen würdest, ich lasse mich davon gar nicht beeinflussen? Ich glaube, sowas kann man generell überhaupt nicht sagen, weil in solchen Situationen reagiert der Mensch komplett seltsam. Und jeder anders, deswegen. Ich würde das von mir auch nie sagen, dass ich weiß, wie es ist, wenn in der Schule ein Amoklauf angedroht ist oder der Verdacht da ist. Da weiß ich, wie die Situation ist und da weiß ich inzwischen auch, wie ich handeln würde, weil ich es einfach schon hatte. Aber ansonsten, in solchen Extremsituationen kannst du vergessen.
Ja, da machst du unter deinem Schreibtisch auf und hast da dein Armory. Genau, ja. Und ich ziehe noch meine Weste an und schlüpfe in meine Power-Ausrüstung und dann läuft es sowieso. Genau, die du bei eBay Kleinanzeigen. Genau, die da gefunden habe. Ja. Genau, nee, das sieht man halt auch immer wieder, dass in Extremsituationen, wie da die Personen reagieren. Also das finde ich auch immer sehr interessant, das mal analysiert zu sehen. Ich hatte jetzt mal eine Dokumentation geschaut oder mehrere Dokumentationen auf Spiegel TV, da habe ich so einen Sender hier. Und danach war ich völlig durch, nachdem ich die Dokumentationen schon gesehen hatte. Die eine Dokumentation, da ging es um Rammstein, um den Flugzeugabsturz. Und da haben sie zum ersten Mal die Videoaufnahmen gezeigt von den Polizisten, die damals gemacht haben. Und dann haben sie das halt auch alles so analysiert. Da waren ja, was ich nicht wusste, wir hatten das Thema auch mal auf Arbeit gehabt und so, die wussten das auch nicht. Da waren ja wirklich 300.000 Leute vor Ort bei dieser Flugschau. Oder manchmal haben sie auch von 350.000 erzählt. Das musst du dir mal überlegen, im Stadion, wo schon wirklich wahnsinnig viele Leute sind 60.000 da. Und hier 300.000. Und das war dann so viel, wo die dann geflüchtet sind, haben die alles blockiert, da konnten die Krankenwagen nicht durch. Dann die amerikanischen Soldaten, die hatten natürlich diesen Drill und waren völlig auf Kriegsmodus eingestellt. Also die haben völlig gedanklich umgeschaltet auf Kriegsmodus. Die haben einfach die Leichen genommen, wie sie waren, und auf irgendwelche Tieflader einfach draufgeworfen, wie ein Stück Vieh. Und haben die irgendwie abtransportiert. Ja, die waren völlig entmenschlicht dann in dem Moment. Und wenn man das so gesehen hat. Und das zweite war eine Dokumentation eben über den 11. September. Und zwar nicht über diese, was man sehr häufig jetzt gehört hat und gesehen hat, schon über die Türme und die Feuerwehr und so, sondern ging es um das Pentagon, was ja da auch angegriffen wurde. Und wie da die Personen, die in dem Pentagon gearbeitet haben, wie die dann rausgeführt wurden oder auch in der Nähe waren so viele Nebengebäude und auch wie die Polizei und die ganzen Sicherheitskräfte völlig überfordert waren mit der Lage, wo dann immer neue Nachrichten kamen, so ja, es gibt noch ein Flugzeug und so weiter. Boah, und deswegen sage ich, also in solchen Extremsituationen, da weiß keiner, wie irgendjemand reagiert. Ne? Und da, eben. Ja, man will es da niemandem wünschen und man kann nur hoffen, dass wenn es so ein Drill, man kann ja auch nur aus vergangenen Sachen irgendwie lernen und versuchen zu adaptieren für zukünftige Sachen. Aber meistens sind ja die Bekloppten, die irgendwelche Scheiße bauen, die sind ja dann auch noch kreativ. Die lassen sich ja noch irgendwas einfallen, dass es nicht so ist wie das letzte Mal. Ne? Das ist ja der Mist. Dann bist du trainiert auf das, wie es das letzte Mal war, und dann kommt wieder was anderes. Ne? Ja. Entschuldigung. Vielleicht zu schöne Ansage. Okay. Schönes Schlusswort zu dem Thema. Ja, die Steff findet, dass der Film keine 90 Minuten getragen hat. Ich glaube, es waren noch nur 80 oder so. Aber dafür war eigentlich ganz, ganz gut. Das Schlimmste war die Synchro, finde ich. Sie hätten lieber Original gesehen. Ja. Okay, das war dieser Kommentar. Den hattest du gemeint, ne, Chris? Den hat man irgendwie vergessen. Und zur letzten Sendung 1917, Hobbs & Shaw und so weiter, gab es auch diverse Sachen. Der Martin hatte nämlich nochmal darauf hingewiesen, dass die beste Kamera, die Kategorie gibt es bei den Golden Globes gar nicht. Deswegen konnte 1917 auch dort nicht nominiert sein. Die Seba, er oder sie, meint, wahrscheinlich Sebastian, meint, hallo, wie immer, tolle Sendung. Kleiner Filmfact zu Hobbs & Shaw. Der Mini in der Garage ist nicht der Mini von dem 2003er Film mit Jason Statham, sondern lustigerweise der Originale von dem 1969er Italian Job. Macht's nur noch geiler. Auf Deutsch heißt der Charlie staubt Millionen ab. Den habe ich übrigens auch mal gesehen. Aber das macht's wirklich noch viel geiler. Vom Transporter steht aber leider weder der BMW noch der A8 drin. Ja. Hat er gut beobachtet. Also fand ich jetzt mal gut. Solche Kommentare mag ich dann, wenn jemand das nochmal aufgreift, was wir hier in der Sendung aufgrund Unfähigkeit und Unwissen hier so angerissen haben, nochmal klarstellt. Der Thomas, der macht uns jetzt schon heiß auf meinen Wunschtipp für morgen, nämlich der hatte in der Sneak Preview Jay and Silent Bob Reboot in OV. Ein Gag-Feuerwerk mit vielen Filmanspielungen wie Shape of Water. Das finde ich interessant, was da kommt. Ich nehme an, das hat irgendwas mit Sex, mit irgendwelchen seltsamen Tieren zu tun. Ich meine, da war ja bei Clerks 2 schon Interspecies Erotica mit dem Esel. ja, hier Dogma und so weiter. Er gibt 8 von 10. Thomas, du kannst ja mal dich melden. Kennst du die ganze Historie von Kevin Smith, also sprich Clerks und so weiter, den unsäglichen
Tusk oder wie der hieß, den vergessen wir mal lieber. Kennst du den eigentlich, Chris? Tusk? Ja, den vergessen wir lieber. Oh, das war ein furchtbarer Film. Was hat ihn da geritten? Also, das versteht kein Mensch. Also, hier Tusk zu drehen, also. Oh. Ja. Okay. Jo, das waren die Kommentare, die wir jetzt ein bisschen ausgelassen hatten. Oder ich vergessen alles, sagen wir so. Haben wir noch irgendwas? Habe ich wieder irgendwas vergessen, oder? Nee. Nö, glaube nicht. Kate, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Nö. So, na, du bist ja jetzt mit 24 beschäftigt, so richtig Serien ja, und so weiter. Ja, gleich weiter. Ja, dann guck mal weiter. Ding, ding, ding. 24. Jo, dann vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen, liebe Hörer. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Es laufen gute Filme an. Also Bad Boys 1917 auf jeden Fall angucken. Und was sonst noch so anläuft, ihr findet da schon was. Tschüss. Ciao. Tschüss. Achtung, Spoilerwarnung. Das kenn ich schon. Last Christmas. Wollt ihr eigentlich wissen, was der entscheidet? Guckt ihr den? Ihr guckt den bestimmt nicht, oder? Ich guck den nicht an. Also, wahrscheinlich ist sie schon tot oder so. Ich hatte ja vorher geahnt, ne? Hatte ich ja, glaube ich, auch mal erwähnt, dass ich da bei jemandem, habe ich gesagt, ah, Last Christmas here, I gave you my heart und so, hat das damit was zu tun. Weil mitten im Film stellt sich heraus, sie hatte eine Herztransplantation. Ah. Da war sie so krank. Und sie hat das Herz jetzt von ihrer, von ihrem Ex. Von seiner Schwester. Viel besser. Ehefrau. Viel besser. Von ihm und er ist nur eingebildet. Genau. Ha! Nein. Sie bildet, und dann kommt natürlich am Schluss, wie bei Sixth Sense, so eine Szene, wo man sie dann so alleine sitzen sieht, wie sie auf der Bank erzählt und so. Okay. Sie hat sein Herz und bildet sich ihn nur ein. Ja, er ist so Fahrradkurier und weil er ja jetzt ein Teil von ihr ist und so. Und dann kommt dann auch so eine Szene, wo er sagt, ja, du hast mein Herz, aber weißt du, ich hätte es dir auch so gegeben. Nee, oder du hättest es auch so bekommen oder so ähnlich, ne? Das ist halt einerseits finde ich, ist es eine ganz süße Geschichte, andererseits macht das aber auch, die versuchen natürlich am Anfang auch diese Geschichte so zu erzählen, dass sie nicht wie so eine typische oder wie eine übliche Love Story daherkommt, sondern da ist halt immer die ganze Zeit irgendwas zwischen den beiden. So. Und deswegen hat sich für mich diese Liebesgeschichte auch nicht erschlossen, weil da gefühlt immer irgendwas, es hat nicht gestimmt. Es war natürlich letzten Endes, war das so beabsichtigt und gewollt, ja, weil der ja gar nicht da ist. Ja. Und da macht es einerseits auch wieder Sinn. Es war aber echt ganz, ganz cool gemacht. Auch die Nebendarsteller waren extrem cool. Ja. Und der hatte ein paar, das habe ich vorhin ganz vergessen zu erzählen, der hatte ein paar richtig schöne, üble Brexit-Hiebe drin. Das fand ich echt gut. Also kann man mal gucken. Ja, also auch jetzt, wenn man es weiß. Jetzt vielleicht sogar noch besser, weil man kann dann anders drauf achten und kann. Ja. Ist ein ganz netter Film. Ja. Oh, das ist doch aber blöd. Also, dann, mein Gedanke war, dann geh mal schnell in die klinische Behandlung, ey. In was? In die klinische Behandlung. Die hat laut dem Film, ja, laut dem Trailer, hat sie dann eine sowohl physische als auch psychische Halluzination. Ja, physisch nicht, er ist ja nicht da. Ja, wieso? Ja, aber sie berührt ihn doch, oder? Nee. Nicht einmal. Nee. Okay, dann ist halt nur psychisch und nicht physisch. Ah, dann würde ich mich erstmal schnell zum Arzt begeben. Ja, das weiß sie ja dann nicht. Es kommt ja dann raus. Sie weiß es gar nicht. Sie erfährt es auch nicht, oder was? Ja, doch. Sie erfährt es ja schon dann am Ende. Also, sie kommt ja dann selber irgendwie drauf und erfährt das ja dann. Und dann gibt es noch so eine Abschiedsszene, weil sie hat halt quasi ihr Herz ja verloren, ja, es ist ja weg, ihr eigentliches Herz, und sie hat von jemand anders das bekommen und sie hat irgendwie sich nicht mehr als sie selbst gefühlt und stand halt völlig neben sich dann in der Zeit und hat halt eben, ja, ist mit ihrem Leben überhaupt nicht mehr klargekommen. Und dann, wo sie ihn quasi kennengelernt hat, der ihr gezeigt hat irgendwie, dass das Leben auch noch andere Seiten haben kann, dann hat sie auch wieder ein bisschen mehr Lust aufs Leben bekommen an sich, weil sie hätte sich wahrscheinlich, wenn das so weitergegangen wäre, in ein paar Wochen umgebracht oder so, ne?
Und dadurch hat sie wieder mehr Lust aufs Leben bekommen. Und als sie dann wirklich gesagt hat, okay, jetzt ist alles gut, das Leben, ja, ich, weißt du, dann ist es halt so rausgekommen und dann war es für sie dann auch nicht mehr wichtig, weil dann war sie über diese Klippe in ihrem Leben hinweg und so. Von daher fand ich es eigentlich ganz gut, deswegen habe ich den Film auch nicht so schlecht bewertet. Ich konnte es natürlich jetzt nicht in der Sendung sagen. Es war schon, ja, auch von Paul Feig, ey, Brautalarm, ne? Da ist hier schon wesentlich besser, ne? Also da ist wesentlich mehr drin und schön inszeniert und so weihnachtlich und so. Das passt schon. Ja. Und so einen doppelten Boden hätte ich da kaum erwartet. Ich dachte halt wirklich so, ja, das wird dem seine Frau gewesen sein und jetzt nähert er sich ihr halt an und so und dass da wirklich nochmal so eine Tiefe drin ist, hätte ich nicht gedacht. Jo. Naja. Spoiler. Ja. Bis bald im Kinocast.